Hi Internet, alles klar. Weiter geht's mit einer neuen Runde von Star Wars Battlefront von EA. All das verdankt mir George Lucas mit Lucasfilms. Alles klar, Battlefront 1 ist inzwischen veraltet, fürchte ich. Battlefront 2 ist auf dem Vormarsch, Beta draußen. Alle Let's Player spielen es. Was gibt's denn hier? Neues bei Collect? Ein neues Item. Ich glaube, ich habe nicht Jay Leno, sondern Ray. Nein, ich habe auch nicht die, sondern. Wie heißt die? Ich habe sie vergessen, keine Ahnung. Alles klar, ich wollte weitermachen mit meinem Rogue One Scarif DLC. Hoffentlich gibt es noch irgendwelche Leute, die gerade spielen. Oh, sieht schlecht aus. Es ist ein bisschen spät, wo ich es gerade aufnehme. Und ich würde gerne mein Rogue One Scarif DLC. Let's Play fortsetzen. Und hab schon ein paar Parts rausgehauen. Jawohl, immerhin nicht die falsche Taste drücken diesmal. Turning Point, Scarif Jungle. Oh, okay, ich habe. Die letzte Aufnahme war Turning Point, aber auf Landing Pad 18. Jetzt, das ist die vierte Aufnahme, die ich mache, glaube ich, für das Scarif, Rogue One Scarif DLC. Und ich bin immer noch dabei, die Karten eigentlich erst kennenzulernen. Ich benutze die Sternkarten, die Starcards, die beim DLC vorgesehen waren, also mitgekommen sind, und auch die Waffen, die das DLC mit sich gebracht hat. Okay, Turning Point. The mighty Imperial fleet still poses a threat to the Rebel Alliance. In order to scatter the fleet and secure total victory, Rebel forces are launching multiple attacks against bla bla bla. Jawohl, ich habe direkt die richtige Waffe. Dann bin ich gespannt. Also, auf der letzten Map Landing Pad war das echt hammer schwer. Wir scheinen immer noch beim ersten zu sein. Laufen finde ich ja immer eine ganz schlechte Idee. Okay, wir machen mal ein bisschen sneaky. Ich würde gerne den ersten Kill haben und nicht direkt den ersten Kill sterben. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Ja, fast, oder? Okay, das sieht gut aus. Ich bin sogar dabei beim Capturen. Juhu! Ist das andere Team irgendwie ein paar wenige Leute? Es werden immer weniger. Ah, jetzt werden wieder mehr. Woo! Wir haben das Kommando über einen Kontrollpunkt übernommen. Alles klar, wow, läuft gut, oder? Wow. Egal, wir haben es wieder geschafft und wir sind wieder im Spiel. So kann das weitergehen. Wir besetzen den letzten Kontrollpunkt. Achtet auf feindliche Kämpfe. Lebendige hat denn der Kerl? Jawoll! Wir sind in der Unterzahl. Passt auf euch auf. Okay, die Map ist schon ein bisschen besser für uns. Nicht nachlassen jetzt. Von da oben. Krass, okay. Der ist ausgerechnet da oben. Wir
Okay, fast. Fast hat es geschafft. Nein! Ich muss mir merken, die stehen immer noch da und kämpfen. Das kann ja nicht so schwer sein eigentlich. Wo ist denn mein Partner, verdammt nochmal? Der läuft da drunter rum, oder? Okay, der glitscht ein bisschen rum hier, glaube ich. Ah, okay, der hat mich gesehen. Aber 7 Minuten ist noch viel Zeit. Und wir werden jetzt mal versuchen, die Typen zu umgehen, die da oben kämpfen. Wir besetzen den letzten Kontrollpunkt. Achtet auf feindliche Truppenbewegung. Das Enderspiel ist vorher schon vorbei. Das ist der Scarif Jungle, genau. So gut kenne ich die Karte noch gar nicht. Oh nein, okay. Das Blaster Rifle ist. Disruptor Rifle ist durchaus tödlich. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt. Wo haben die denn gekämpft, die Typen? Das muss eigentlich irgendwo hier oben gewesen sein, oder nicht? Hier. Ich glaube hier oben eher. Gleich gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Okay. Soll ich da hinlatschen? Durchhalten, gleich gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Nein! Da war das, ich hätte noch ein bisschen weitergehen müssen, dann wäre ich da gewesen, wo die gekämpft haben. Ich hab was abgefunden. Nicht gut, die sind alle hier, die Gegner. Vielleicht schaffen wir es doch nochmal andersrum zu gehen. Wir halten einen Kontrollpunkt. Ihr habt es geschafft. Woo! Woo! Kontrollier die Position. Okay, so kann das weitergehen. Oh mein Gott, nur ein Kill und 7-mal gestorben. Aber schön ist, die Lobby ist wieder voll. Und ich bin offensichtlich auf dem Gewinnerteam. Ja. Das macht die Sache meistens ein bisschen angenehmer. Jetzt muss ich mal genau gucken. Gab es nicht Bonuspunkte oder sowas? Ne, keine extra Bonuspunkte, glaube ich. Oh mein Gott, schon wieder 80.000 Punkte. Okay, hoffentlich kommt jetzt auch nochmal so ein Infiltration-Mode. Da hätte ich auch Bock drauf, ein bisschen... Und zwar im Weltraum rumfliegen. Was ist denn das? Diesmal Fighter Squadron. Das ist auch cool. Bin ich auf der Rebellenseite dann? Genau das wünsche ich mir jetzt. Ich hoffe, es quitten nicht so viele Leute jetzt, weil die alle keinen Bock haben auf Fighter Squadron. Also Weltraumkampf. Ich finde das immer noch cool gemacht und cool gelöst und auch ein cooles Feeling hier bei dem ersten Battlefront. Weiß gar nicht, warum das so viele Leute haten. Space Battles are great. Ja, zum Glück bleiben noch alle Leute drin.
Das Heftige ist ja, hier sind zwei Sternzerstörer. Die verteidigen, glaube ich, dieses Shieldgate. Imperiale Einheiten nähern sich. Yeah. Das hätte ich gerne. Gerade hat ein Teil Advanced abgerufen. Das ist Darth Vader. Komm schon, Mann. Geh drauf. Okay. Ich habe einen hinter mir. Ich bräuchte Hilfe, Leute. Das können wir besser. Reißt euch zusammen. Bodeneinheit teilt sich ein Ziel an. Feindlicher Jäger nähert sich auf 6 Uhr. Wow. Das Blöde ist, die Objekte sind echt viel größer, als man die sieht. Yo, Wingman, welchen Helden haben wir denn hier? Boah, hier sind viel zu viele Gegner. Ein Gegner weniger. Alles klar. Die müssen auch einen Helden haben eigentlich. Ich könnte mal wieder so ein schnelleres Ding ins Gebrauch. Oh. Ist das Vader? Keine Ahnung, was los ist. Geben wir ihnen den Rest. Zielsuchrakete nähert sich deiner Position. Das hätte ich gerne. Alles klar, den habe ich. Oh, da, das ist ein gegnerischer Heck, glaube ich. Dem habe ich eine gegeben, meine ich. Dann brauche ich mal ein bisschen Hilfe. Okay, es wird knapp jetzt. Feindliche Rakete gestartet. Aufpassen! Nein! Mit einem Alter-Effekt hat er mich runtergeholt. Okay, ich bin wieder mal im X-Wing. Da kommt ihre Luftunterstützung. Waffen bereit machen. Und 7 in Position und kampfbereit. Imperialer Jäger, er will dich aufs Korn nehmen. Ein imperialer Jäger weniger. Das ist dieser Teil Defender, glaube ich. Selbst zerstört. Schüttel den Jäger, aber er ist genau hinter dir. Nein! Aber ich glaube, ich bin ein Gewinner, oder? Okay, irgendwie ein kleiner freaking Fehler. Das Spiel rafft nicht, dass ich schon tot bin. Jetzt, hat ein bisschen lange gedauert. Na gut, wenn wir Wingman sein können, dann werden wir wieder Wingman. Neutralisiert. Zwischen das Feuersignal ab.
Den hole ich mir. Steh unter Schwerpunkt. Hat sich selbst umgebracht? Den hole ich mir. Okay. Dann brauche ich das hier wohl. Nein. Boah, sind das viele. Okay, komm schon. Alle Systeme sind vorsichtig, Stunde ab! Das brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Y-Wings wären ganz schön. Wieder mal so ein blöder TIE Defender oder was das ist. Oh, Y-Wings. Okay, guck mal. Zwei Stück, nicht schlecht, oder? Mal gucken, wie die sich so schlagen. Ich bin erledigt. Schieß mal einen von ihnen für mich ab. Woo. Überall, ich stürze ab. Sieh, du Rakete im Anflug. Sie sind hinter dir. Sollen sie kommen? Komm schon, Mann! Jawohl! Genau nach meinem Geschmack. No. Alles klar. Noch ein bisschen Lebensenergie wäre nicht schlecht, glaube ich. Mist. Da oben. Alles klar, Sieg. Woo. Vielleicht stehe ich da gar nicht so schlecht, ne? Na, in der Mitte wieder. 6 gegen 3 ist okay. Okay. Good game. What the fuck? Alles klar, Internet. Ich würde sagen, dann sehen wir uns direkt im nächsten Part wieder. Gucken, was für eine Map kommt. Und macht's gut.